Da ist Alex, bist du da? Da ist Alex, gerade das Finale verloren. Verdienter Sieger in Timmendorf, da kann man Matzka? Definitiv verdient, also die haben ja richtig gut gespielt. Also vielleicht nochmal als Erinnerung, zweimal gegen uns gewonnen, dann haben wir auch alle anderen besiegt, also da kann man nicht von unverdient sprechen. Haben Sie, woran lag es an dem Endeffekt heute, haben Sie die bessere Lösung gefunden? Ich habe Alex gesehen, hat es öfter mal gelegt und als Zuschauer sah es so aus, als ja, jetzt anerkannt, dass Sie einfach ein paar Lösungen Die beiden haben, also definitiv, die beiden haben im zweiten Satz jede schwierige Situation aufgelöst, haben im ersten Satz noch nicht, so wir haben überhaupt keinen Zugriff auf deren Sideout bekommen. Und sobald die beiden sich komfortabel fühlen und dann im Sideout bei denen die Maschinerie dann anläuft, dann machen die auch einen unglaublichen Druck mit dem Aufschlag. Und gerade Markus ist dann einfach so ungünstig von sich überzeugt, dass er keinen Fehler mehr macht, gefühlt. Ja, und dann fängst du irgendwann an starten im dritten Satz schlecht, der zweite ist noch knapp und dann ist halt auch schwierig, in einem Kurzsatz den aufzuholen. Ja, und jetzt ist halt zweiter Platz. Ja. Das ist der Verlierer, ne, zum zweiten Mal. Aber mein Gott, wenn uns halt jemand vorher gesagt hätte, dann wäre man zufrieden gewesen, deswegen ist alles in Ordnung. Man sieht auf dem Platz ja auch sehr wenig Kommunikation. Stimmt es bei euch im Team richtig? Wenig Kommunikation, genau. Also es sieht so aus von draußen. Ihr wisst genau, was ihr machen müsst. Ihr respektiert euch. Also wir wissen, was wir machen müssen, aber wir sprechen das durchaus auch ab. Ja, auf dem Platz. Ja, ja. Ich kenne andere Konstellationen, zum Beispiel mit Alex. Da war mehr Diskussions. Ja, ja. Mehr Gerede. Soll ich mit dem diskutieren? Was soll ich zu diskutieren? Also, nein. Wir haben einfach dieselbe Philosophie und verstehen uns da, glaube ich, auch mittlerweile dann schon nonverbal. Weil wir auch schon so lange zusammenspielen, weißt du ja. Und dann, das läuft schon alles. Weit. Wir hätten uns vielleicht am Ende noch vielleicht ein bisschen früher das Visier runterklappen können im Aufschlag, als wir gemerkt haben, dass keine Chance mehr, dass wir keinen Zugriff mehr auf den Sideout kriegen. Das können wir uns vorwerfen lassen, aber sonst. Ja, mein Gott, war ein gutes Spiel, war ein gutes Finale, jetzt haben wir verloren. Glückwunsch an Mischa und Markus. Herzlich willkommen zu Neon der Deutschen.